Ja, Rap, meine lieben Freunde. Heute haben wir Itachi von Uchiha. Uchiha. Wenn schon, dann richtig, ne? Ja. Von Naruto. Eigentlich ja, in der Akatsuki-Form, ja, kann man sagen, oder Gewand. Im Akatsuki-Kleid. Schauen wir uns den ganzen Scheiß mal an. Schauen wir uns den Dreck mal an. Und ach, huch, habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, kannst du ruhig so sagen. Scheiße. Okay, viel Spaß mit dem Unboxing. Bis gleich. Tschüss. Hey, ich gebe mir ja Mühe. Ich auch, deswegen sind alle Akkus voll. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, ne? Ich habe all mein Star Wars Lego verkauft, was ich noch verkaufen wollte. Ja? Im Gesamtpaket, weil wir haben. Na, wie viel ist denn direkt? 300 noch, ja. Ich habe ja auf der Dings schon was verkauft. Ja. Auf dem Flohmarkt. Und jetzt nochmal 300. War schon gut. Also. Zwar rieselt's rein, ha? Ich habe gar nichts verkauft. Denkt so immer wieder drüber nach, was können die verkaufen wollen. Na, bin ich froh, dass das weg ist jetzt dann. Warte, jetzt muss kurz leise sein, wenn du es auch reißt. Ich liebe das Geräusch, wenn die Schachtel crackt. Moment. Na, Scheiße, es crackt nichts mehr, aber den versuchen wir da. Ein bisschen hat es gecrackt. Mini-Crack. Was ist das für ein Studio? WWST? Nein, WW-Studios. Ich muss das jetzt mal lernen, ohne stürzen. Na, muss ich nicht. Ob ich da nicht so geile Melodie einfüge? Ja, bei Naruto kannst du schön ausspinnen, ja? Ja, wo ist ja wieder alles urheberrechtlich geschützt. Das ist immer so lästig. Boah, da sind alle immer drauf. Alle Acts, so geht's. Ja, da gab ja auch alle von den Studios, oder? Boah, cool. Ich bin gespannt, wie der groß ist, weil es ja 1 zu 6, oder? Der ist jetzt 1 zu 6, ja. Weil irgendwie ist bei Naruto viel 1 zu 7 mäßig, ne? Wenn du es so kaufen kannst. Ah ja. Ich habe viel 1 zu 7 jetzt. Ja, warte mal. Shikamaru ist 1 zu 6, Kisame ist 1 zu 6. Bei dir schon, ja, aber meine ganzen Dioramen sind alle 1 zu 7. Aber da wäre wahrscheinlich 1 zu 6 so ein bisschen ultra groß, ne? Jetzt obwohl ja sagen muss zum Beispiel so wie die Power mit 1 zu 5. Ja, kommt mir aber nicht so groß vor. Na, weil, gut, man darf nicht vergessen, sie ist halt eine Frau und sie wird wahrscheinlich auch relativ klein sein, wahrscheinlich 1,60 oder irgend sowas. Ja. Aber ja, komisch. Stell dir vor, jetzt kommen einfach die schwarzen Flammen am Amaterasu, dein Zimmer brennt ab. Boah, ja, aber dann sind eh wir auch hin. Ja. Ja, aber süß. Ja, auf jeden Fall. We are back in black. Eigentlich gar nicht, aber er ist back in black. Richtig. Ja. Jo. Entschuldigung. Nimmt doch nur Zeit. Ist kein Problem. Ja, geht schon, geht schon, ja. an und für sich, Zusammenbau war okay. Ja. Bis auf einen Raben.
dran auf der Hand. Ja. Wenn man ihn aber, wie seine Krallen es in der Hand abdrücken, aufsetzt, dann passt der Hut nicht mehr drauf. Der normale Kopf passt. Naja, fangen wir mal so an, weil er gehört ja hier aufgesetzt. Jetzt hast du da das Loch drinnen für den Stift und sogar von den vier Krallen den Abdruck, wie du ihn positionierst. Ohne Knete hätte er sowieso schon mal nicht gehalten, aber auch mit Knete hat er immer diesen gemacht. Er wäre immer zur Seite gekippt. Jetzt war ich guter Dinge, habe ein bisschen Superkleber reingeschmiert, Gott sei Dank nicht zu viel, und habe mal angeklebt. Ja, dann passt. Und dann? Wollte man den Kopf aufsetzen. Ja. Auf einmal hat der Itachi da einen Flügel so drinnen. Hat mich absolut angekotzt schon wieder. Wie man fast nicht merkt. und die Variante mit Hut. Hätte die gar nicht funktioniert. Nein. Weil die persönlich finde ich sehr geil. Ist eigentlich auch der Plan gewesen, dass ich ihn mit Hut hinstelle. Keine Chance. Weil du kannst den Hut ja ganz normal rauf und runter nehmen, ne? Würde nicht mehr gehen, wenn der Rabe so bleibt. Jetzt werde ich halt wieder mal basteln, so wie bei vielen Statuen. Ihr werdet aber nachher gleich ein schönes Ergebnis sehen, wenn wir die schöne Aufnahme machen. Genau. Dann ist der Rabe schon drauf. In seiner Position, wie halt man den Hut auch, also indem man den Hut nachher auch noch abnehmen kann. Klar, die Krallenpositionen passen dann nicht mehr ganz, aber mit irgendwas muss man dann leben. Ne? Sorry, ist jetzt nicht so schlimm, weil es am Handrücken um ist. Bei mir, Gott sei Dank, kommt die Statue weiter höher rauf auch. Sieht man es so. Man sieht das eh nicht. Mit dem kann ich leben. Wir wollen ja nicht nur schimpfen. Nein, nicht nur schimpfen. Die Base finde ich ein absolutes Highlight. Hm, ist cool. Finde ich sehr cool, die Steinoptik. Das kleine Kärtchen gefällt mir richtig gut, was dabei ist. Das ist richtig geil, ja. Im Übrigen die Nummer 23 von 188. Von 180. 180. Na, ist wirklich schön, coole Farben, schön geprägt. Ja. Und einmal was anderes, dass er ein kompletter Aufsteller ist. Finde ich cool. Zum LED-Effekt vielleicht noch gesagt. in den Produktbildern hat man die Augen leuchten gesehen. Mhm. Und man kann, ich werde es einmal jetzt mit euch einblenden, den Kopf abnehmen. Und da drin befindet sich dann eine Batterie mit Licht und einem kleinen Schalter. Das kann man ohne Zahnstocher oder irgendwas gar nicht betätigen. Mhm. Und die, entweder vielleicht liegt es an der Batterie, dass es schon so schwach ist, es leuchtet nur das Weiße vom Auge und das Rote kommt eigentlich gar nicht raus. Ja. Also den LED-Effekt hätten sie sich einfach sparen können. Komplett, ja. Hat auf die Produktbilder kräftiger und cooler ausgeschaut. Weil ich habe eigentlich schon damit gerechnet, die stellen so hinten mit leuchtenden Augen. Aber was mich allein schon abschreckt, ist der Schalter. Ja, dann musst du mir den Kopf auseinanderbauen, dann mit dem Zahnstocher oben reinfummeln. Ja, nein. Wer macht denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die unnötigsten LEDs. Ja, alles mit Batterie ist eigentlich beschissen, wenn es das nicht mit Fernbedienung oder ganz normal anstecken oder so kann. Erstens, ich habe keinen Bock, dass ich dann immer wieder Batterien wechseln gehe. Weil ich tue mir das auch nicht auf Lager, weil ich weiß nicht, wann es ausgeht. Und das nächste ist, so wie der Schalter ist, dass ich da mit einem Zahnstocher, einer Pinzette oder was auch immer, drinnen herumstocher. Nein. Also entweder lassen Sie sich da mal was einfallen, dass das normal geht, über USB-Kabel oder so, oder Sie können es sparen und machen dafür die Statue um 20, 30 Euro günstiger. Ist mir dann fast lieber. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Rabe dann oben ist. Sie wird sehr schön aussehen, sie sieht auch optisch gut aus. Na, also, so. Ich finde auch die Bemalung ist gut. Bemalung passt, ist. Das Amaterasu in diesem schwarz-weißen Effekt finde ich auch cool. Ja. Na, also was Bemalung und Sculpting angeht, top. Darf ich echt nicht meckern. Also ist jetzt nicht so, dass ich den Kauf jetzt bereue wegen der kleinen Mankos, weil das kann man eh easy auspressen und ja, dann hat er halt keine leuchtenden Augen. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Aber von dem her, also ist jetzt wieder mal auch ein neues Studio, haben wir glaube ich noch nicht gehabt. WW-Studio. Gebe ich der Statue eine 7 von 10. Ja, ich hätte nur 6,5 wahrscheinlich gegeben. 6,5, ja. Ja, aber ich kann sie einfach nicht so nutzen, wie sie müsste. Ja. Wenn ich nicht dran rumbasteln würde, würde es nicht gehen. Ja, das stimmt da wieder. Ja, weil selbst ohne, also wenn ich es mit der Knete mache, fällt runter der Rabe. Ne? So, diese kleinen Federn und so, das ist cool. Ja. Schaut geil aus. Optisch finde ich es auch geil. Schade halt, dass mal wieder was nicht gepasst hat. Aber so ist es halt nun mal. Das ist leider das Leid der Resin-Sammler. Ja, ich hätte gesagt, ihr schaut euch gerne die schönen Aufnahmen an, wie das nachher funktioniert mit dem Raben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert. Bis
Sollen sie abonnieren? Ja, sicher. Abonniert doch mal unseren Kanal. Ja, abonniert. Ne, kostet ja nichts. Einfach mal angemeldet, Abo, fertig. Kann ja nicht so schwer sein. A steht für abonnieren. Nicht für Analdrüse. Es wird Zeit, dass wir das Video beenden. Von dem her übernehme ich die Schlussworte, bevor ihm wieder was ausfällt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. You're up!